Ich hole heute mein neues Auto ab. Was? Neues Auto? Gar nichts davon berichtet, man hat gar nichts mitbekommen. Ja, das war jetzt auch so eine spontane Idee. Ich habe das Auto jetzt erst irgendwie vor 4 Tagen gebucht. Ja, gebucht. Ich würde sagen, ich spule mal kurz zum Anfang zurück. Mein C63 ist momentan im Umbau. Da wird komplett das Interieur neu gemacht. Und das Auto steht jetzt mal für mindestens 4 Wochen in Hamburg. So, das heißt, ein Auto fehlt bei uns in der Garage. Wir haben ja noch den RS3 hier, aber den braucht ja der Klaus hin und wieder auch mal zum Fahren, wenn ich beruflich unterwegs bin. Das heißt, ich brauche jetzt einen Ersatzwagen. Da das ja über einen etwas längeren Zeitraum ist und ich weiß auch nicht, ob es jetzt nur bei dem einen Monat bleibt, habe ich mich jetzt für ein Auto-Abo entschieden. Ja, Auto-Abo. Was das ist, erkläre ich euch gleich nochmal vollkommen ausführlich. Also es heißt, ich habe jetzt kein Auto selbst konfiguriert und beim Hersteller bestellt, sondern ich habe mir jetzt ein Auto bei Sixt Plus bestellt. Sixt Plus ist nämlich eine richtig coole Sache für Leute, die jetzt zum Beispiel in meinem Fall ein Auto brauchen, aber sich nicht lange daran binden möchten. Also sprich, ich brauche jetzt ein Auto vielleicht für 1 oder 2 Monate oder auch für ein halbes Jahr und möchte jetzt kein Auto leasen für 2 Jahre und mir das da alles ans Bein binden. Deswegen Sixt Plus. Ja, welches Auto das jetzt ist, zeige ich euch jetzt. Ich habe mich diesmal für einen BMW entschieden, kann ich euch schon mal verraten, weil wegen euch. Ihr wolltet BMW-Content und ich glaube, mit so einem Wagen hättet ihr bei mir eher weniger mit gerechnet. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet den gut finden. Ja, ich fahre jetzt zu Sixt nach Siegen und hole mir da den BMW ab und dann zeige ich euch erstmal, um welchen BMW es sich da genau handelt. Ich habe ja gesagt, das Fahrzeug habe ich wirklich erst vor ca. 3 bis 4 Tagen online gebucht. Das Ganze geht wirklich super schnell und unkompliziert, ohne lästigen Papierkram. Und man kriegt wirklich sein Fahrzeug sogar, wenn man möchte, mit Neuwagenoption innerhalb von, ja, unter einer Woche dorthin geliefert, wo man es haben möchte. In dem Fall jetzt nach Sixt in Siegen und man kann den auch wieder dort dann abgeben, wo man abgeben möchte. Das wird dann wahrscheinlich in Hamburg sein, wenn ich meinen Wagen dann, also meinen C63 wieder abholen werde. Auch das super unkompliziert. Und alles, was ich jetzt eigentlich hier nur noch brauche, ist Ausweis, Führerschein und die Buchungsnummer. Und dann hole ich jetzt mal eben drin den Fahrzeugschlüssel ab und dann zeige ich euch, um welchen BMW es sich jetzt hier handelt. Los geht's. So, da ist der Schlüssel und da ist das Auto. Mein Wagen für die nächsten paar Wochen oder Monate oder mehrere Monate, das entscheide ich spontan. Das ist ja das Schöne an Sixt Plus. BMW X5 xDrive 30D mit 286 PS. Ja, und ich habe es ja schon angekündigt. Komm, wir gehen einmal kurz drum herum. Ich habe es ja schon angekündigt, das ist wahrscheinlich eher ein Auto, welches ihr bei mir eher weniger erwartet hättet. Ja, der erste BMW seit so in meiner Garage, ne? BMW in unserer Garage hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? In der Garage noch nicht. Ne? Ja. Dann SUV und Diesel. Ja, Diesel. Es war wirklich, also eigentlich ein völliges Anti-Kellate-typisches Fahrzeug. Aber ich habe mir natürlich was dabei gedacht bei diesem weißen Monster hier. Ich fahre ja jetzt beruflich sehr, sehr viel von A nach B die nächsten Wochen und Monate. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich brauche jetzt einfach nicht nur was Sportliches, sondern ich brauche wirklich was Bequemes. Und deswegen dachte ich, was ist eigentlich bequemer als so ein SUV? Diesel schön sparsam und vor allem BMW habe ich mir ausgesucht wegen
euch, weil ihr wolltet mehr BMW-Content. So dieses gesamte Konzept von 6 Plus finde ich wirklich super spannend. Man bekommt nämlich schon das günstigste Fahrzeug monatlich ab 349 Euro. In diesem Preis schon inbegriffen ist alles, alles außer Sprit. Den Sprit zahlt ihr selber, aber das Fahrzeug ist komplett auf Sixt versichert, versteuert, Verschleiß, Reifen, Wertverlust. Das fällt alles bei euch nicht an. Das ist alles schon in dem Preis inklusive. Was für viele dann eben auch interessant an dieser ganzen Geschichte ist, dass man sich hier überhaupt nicht langfristig an ein Fahrzeug bindet, wie zum Beispiel bei einem Leasing oder bei einer Finanzierung. Bei so einem normalen Fahrzeugleasing, das geht in der Regel 2 Jahre. Also man kann dieses Fahrzeug ganz unkompliziert jeden Monat zurückgeben. Und auch das ohne großartigen Wisch- und Papierkram. Wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre den Wagen jetzt 2 Monate, ja, dann wird halt jeden Monat immer was für den Wagen abgerechnet. Und wenn ich sage nach 2 Monaten, hey, ich brauche den jetzt gar nicht mehr, weil mein Auto wieder zurückkommt, dann stelle ich den hier hin, werfe den Schlüssel hier im Briefkasten ein und das ist die offizielle Kündigung. Also super easy und unkompliziert. Wirklich kein Papierkram, kein Wisch, kein irgendwie, Achtung, man muss hier 3 Monate vorher kündigen. Das fällt alles weg und ich finde, das ist eine richtig, richtig super Option. Ich würde sagen, den Rest erzähle ich euch im Fahrzeug. Wir schauen uns erstmal kurz diesen X5 hier an, weil ich habe ja schon so grob gewusst, was mich hier erwartet. Aber was der so an Ausstattung hat und so weiter, damit habe ich mich noch gar nicht befasst. Ich habe den ja auch nicht konfiguriert. Der war ja schon fertig. Von daher schauen wir einfach mal rein. Ja, BMW X5. Erstmal schon mal ein richtig schöner hoher Einstieg. Man wird ja auch nicht jünger, ne? Dann kann man es doch auch mal komfortabel haben. Ja, schön übersichtlich, also eben genau das, was ich jetzt für die nächsten Wochen und Monate für diese Langstreckenreisen benötige. Viel Platz, schon fast zu viel für mich, aber besser zu viel als zu wenig. Ein schönes, helles Panoramadach, das finde ich auch immer sehr schön in Fahrzeugen. Automatikgetriebe, auch das für mich immer wichtig. Langstrecke, habe ich keinen Bock auf einen Handschalter. Ja, der hat, ich würde sagen, eigentlich alles, was man braucht. Boah, der hat übrigens auch noch, das muss ich auch noch mal gerade schauen, einen riesigen Kofferraum. Oh, geht automatisch. Das ist so viel Platz. Guckt euch das mal an. So viel Platzangebot bin ich ja gar nicht gewöhnt. Kann man sich da wohl draufsetzen? Ich weiß nicht. Voll geil. Guck mal. Mega. Also ich würde sagen, ein perfekteres Reiseauto kann man eigentlich nicht haben. Guck mal, kannst hier schön auf Raststätte, kannst du dich hier hinsetzen, holst du dir deinen Kaffee, stellst ihn hier hin und machst hier so Kaffeepause im Fahrzeug. Super. Ja, ich würde sagen, ich fahre mal los und dann erzähle ich euch noch den Rest zu... guck mal, ich bin voll begeistert. Ich muss sagen, auf so ein bisschen Technik, Schnickschnack, stehe ich ja dann doch schon im Fahrzeug. Meine sind ja immer eher so ein bisschen spärlich ausgestattet, weil ich ja sonst eher so sportlicher unterwegs bin. Da braucht man diesen ganzen Schnickschnack nicht. Aber nein, sage ich dazu natürlich auch nicht. So, jetzt schon ein paar hundert Kilometer später im X5 und ich bin schon auf dem Weg nach Hamburg zu meinem nächsten Auftrag. Und ich muss echt sagen, so dieser X5 hier als Diesel, das war echt die beste Entscheidung jetzt für so einen Langstreckenübergangsfahrzeug. Also die Tanknadel, die möchte einfach nicht sinken und diese Tankanzeige hier, Reichweite, als ich losgefahren bin, war irgendwie bei über 750 Kilometer. Das sieht man mal gern, bin ich gar nicht gewöhnt so von den Fahrzeugen, die ich üblicherweise fahre. Ich sitze schön hoch, ich habe einen schönen Überblick. Es ist super leise hier drin. Ich kann echt angenehm fahren, auch eine gute Musikanlage hier drin. Ich habe auch gerade festgestellt, dass er hier diese Gestensteuerung hat, wenn ich hier so was mit den Händen mache, dann macht er die Musik lauter und leiser. Ist mir durch Zufall aufgefallen, weil ich hier so am Gestikulieren war. Ja, und nochmal kurz und knapp erklärt, wie das Ganze mit Sixt Plus funktioniert. Ihr meldet euch auf der Sixt Plus Seite an, vorzugsweise über meinen Link hier, der hier unten in der Beschreibung ist, weil wenn ihr euch darüber anmeldet und darüber ein Fahrzeug bucht, dann bekommt ihr sogar 2000 Kilometer auf das Fahrzeug geschenkt. Dann wählt ihr eine Fahrzeugkategorie, dann wählt ihr den Abholort aus und den gewünschten Abholtermin. Und ihr bekommt halt innerhalb von einer Woche spätestens das Fahrzeug gestellt. Mich würde natürlich mal interessieren, was haltet ihr von diesem Auto-Abo?
Modell? Schreibt ihr es gerne mal in die Kommentare. Ja, nach und nach entdecke ich immer mehr Vorteile an den Wagen. Also für ein Reisefahrzeug wirklich das perfekte Auto. Ich zeige euch jetzt mal, was ich noch daran gebastelt habe. Kommt mal mit. Das finde ich so mitunter das Coolste an dem Fahrzeug. Ich habe hier meine eigene kleine Lounge in dem X5. Und man könnte jetzt sogar noch mehr Platz sich hier schaffen, indem man auf diesen Button hier drückt. Moment. Zack. Leute, das ist Luxus. 4 Stunden Autobahnfahrt, dann mal kurz ein bisschen Beine ausstrecken. Ja, wer hätte gedacht, dass mal so ein riesen Flaggschiff hier in meine Garage kommt? Schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr vom X5? Und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um die weiteren Videos nicht zu verpassen, weil ist ja schließlich kostenlos. Ciao und bis zum nächsten Mal.